Mist, ich will hier weg. Sagt mal, hört ihr auch dieses Klingeln? Nein? Na gut. Hallo, mein Name ist Bernd das Brot und ich werde gegen meinen Willen gezwungen, dieses Follow-Me-Around-Video von unseren Dreharbeiten zu machen, damit billiges Sendematerial auf Kosten meiner Privatsphäre hergestellt werden kann. Wenn ich mich weigere, bekomme ich eine Nebenrolle in Hänsel und Gretel der Kindertheatergruppe Die Rotzlöffel. Und zwar als Brotkrumen, mit denen die beiden den Weg aus dem Wald vollkrümeln. Tja, wer kann da schon Nein sagen? Also, herzlich willkommen zum Follow Me Around Video. Hurra! So, Aufnahmeleiter Praktikant Bob. Das nächste Mal könnt ihr klingeln. Ist eine neue Erfindung. So ein Knopf draußen neben dem Eingang. Das ist jetzt schon die dritte Tür, die ihr eingetreten habt. Warum sind wir eigentlich so wahnsinnig früh? Steht das irgendwo? 6 Uhr. Ah, 6 Uhr. Okay. Bob? Hä? Du hast den Drehplan falsch herum gehalten. Siehst du? Jetzt ist aus der 6 eine 9 geworden. Jetzt kann man auch die Wörter richtig lesen. Drehbeginn 9 Uhr. Genau, jetzt ist es wieder eine 6. Und jetzt eine 9. Wieder eine 6. Und wieder eine 9. 6, 9, 6, 9. 6, 9. Ja, ich weiß. Versuch es nicht zu verstehen. Es ist Magie. Und wir sind 3 Stunden zu früh. Egal. Sobald wir am Drehort sind, gehe ich in meine Garderobe und werde ohnmächtig. Ja. Aber wie heißt es so schön? Der frühe Vogel ist auch saumüde. Aber dafür hat man als Star der Sendung wenigstens seine eigene Garderobe. Naja, es ist immer noch besser als die Altpapiertonne. Hier wird man wenigstens nicht versehentlich zum Recyclinghof gefahren, wenn man seinen wohlverdienten Nachtschlaf nachholt. Und ich habe die Garderobe ganz für mich alleine. Abgesehen von der räudigen Studiokatze Mole, die hier ihr Katzenklo hat. Naja, besser als die Altpapiertonne. Na, feine Pupsi gemacht? Jep, das hast du. Wirklich. Die Leute fragen sich ja oft, wie wir auf so lustige Ideen kommen. Dafür haben wir hier unsere Autoren, die sich ganz tolle Sachen ausdenken. Also der Trend im Internet geht ja immer mehr zu originellem Inhalt. Ja, mit zeitgeistspezifischem Content und up-to-date-fähigem Gebrauchswert. Ja, ich habe das hier mal eingezeichnet. Also alles in Rot, in Blau. War es grün? Ja, wobei, wir dürfen hier nicht die Klassiker vergessen. Ne? Sartre, Camus, Beckett, Goethe, Mickey Mouse. Gibt's eigentlich noch Kaffee? Ah, anyway, wie ihr das handelt, ich finde, wir brauchen mehr so wusch, piu, 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 bam, ding-dong. Ich hab nichts verstanden. Was genau machen wir denn jetzt genau? Warum machen wir nicht den Minmasen-Sketch? Aber dann muss ja jemand in die Requisite und die Ming-Vase holen.
Ich habe keine Zeit, ich muss noch weiter kaufen. Ich glaube, wir müssen natürlich fahren. Oder ich weiß nicht was, wir sind in Richtung. Wir reden ganz schön. Blau. Wer geht diesmal rein? Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack. Meine Arme sind zu kurz für Schnuck. Du gehst rein. Mist. Okay, also, warum nochmal ist die Requisite ein Rudel Affen mit Schraubenziehern? Okay, sie arbeiten für eine Banane. Okay, sie können schnell von einem Regal ins andere klettern, ohne eine Leiter zu benutzen. Aber jedes Mal das Affentheater, wenn man irgendwas haben will? Affen mit Schraubenziehern. Noch nie was von Akkuschraubern gehört? Geht mit der Zeit! Na, dann gehe ich mal eine neue Ming-Vase kaufen. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, das Schönste an der Arbeit, das sind die Pausen. Am besten ohne Arbeit, meine Meinung. So, Essen bestellen. Also, der Kameramann nimmt eine Pizza Diavolo extra scharf, die Affen nehmen eine Jumbo-Pizza Hawaii ohne Hawaii und dafür mit Banane. Die Katze nimmt die Sardellenpizza ohne Pizza und du willst die Pizza Pinocchio mit Überraschung. Wie immer, aber diesmal nicht verschlucken, okay? Und ich nehme die lauwarme Mehlsuppenpizza, alles klar? Katze. Toll, Bob. Diesmal hast du die Katze fast richtig gemalt. Katzen haben aber nur 4 Beine. Bob, kann ich jetzt den Block und den Stift haben? Ich muss das Essen bestellen. Ja, zähl, Bob, zähl. Ach, sie werden so schnell erwachsen. So, das war's für dieses Follow Me Around Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war es die Hölle in Bunt. Also eigentlich wie immer. Bitte liked dieses Video nicht und teilt es auch nicht, denn es ist Mist. In diesem Sinne, never follow me around again. Mach bitte jetzt die Kamera aus meinem Gesicht. Du bist zu nah. Gute Nacht, Bob. Gute Nacht, Bert. Gute Nacht, Katze. Gute Nacht, gruseliger Kameramann. Gute Nacht, Berndi. Gute Nacht, Berndi. Gute Nacht, Berndi. Die beiden. Oh Mist. Hör auf, mich beim Schlafen zu filmen. Okay.